So, wie habe ich das in der Schule gelernt? So, jetzt haben wir unsere innere Mitte gefunden, hoffentlich. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so nervös. Und dann können wir heute Adventskalendertür Nummer 20 vom Crime Letters Adventskalender das letzte Gericht in Angriff nehmen. Ja. Für alle, die neu sind, ihr könnt auch jederzeit mitmachen. Ich versuche gar nicht erst den Link in den Chat zu schreiben, weil er da wahrscheinlich gleich eh steht. Ja, deshalb würde ich sagen, wir fangen an nach dem Intro. Jawohl, wunderbar. Ja, Jack und Engelchen sind natürlich auch immer da. Das brauche ich, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr ankündigen. Das ist eigentlich schon zumindest. Also ja, das beim ist Jack zumindest ersichtlich. Ja, nein, aber das ist auch eigentlich normal. Ich kann mich nicht verstecken. Ich kann mir dieses Format, ganz ehrlich, nicht mehr ohne euch beiden vorstellen. Kann ich ganz ehrlich nicht mehr. Ich glaube, ich würde tierisch was vermissen. So, dann setzen wir uns doch an den Tisch, ne? Wunderbar. Ich hoffe, ich bin auch gut zu hören und alles. So. Wunderbar, ich hoffe schon. Der Tisch, genau. So, dann gestern war es ja etwas spekulativ so, welcher Briefumschlag heute der richtige sein könnte. Wir haben erstmal gesagt, ja, der Briefumschlag mit dem Schicksal und dem Magen und den, ja, keine Ahnung, was das da sind, ob das Gallensteine sind oder was weiß ich. Oder Steine. Der ist für uns am ersichtlichsten aufgrund des Lösungswortes Wolfs im Schafspelz. Ja, ob wir damit richtig Costa 85. stehen. Sehen wir, wenn das Licht angeht, ne, Jack? Alles gut. Ja, gucken wir mal, ob dieser formschöne Brief unser Schicksal sein wird für heute oder nicht. Moment, ich muss ja wieder. Michelle braucht's ja. Ja, genau. Oh ja. Oh. So. Das Geräusch. Das macht mich ganz... 20. Ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Also, ja, das war zwar mehr Spekulation als alles andere. Aber für dich noch mal ganz langsam. Oh. Das macht mich ganz wuschig, Jack. Das macht mich ganz wuschig. Da stellen sich meine Nackenhaare auf, du. Hilfe, Kines. So. Hallo, Costa. Bei diesem heißen Knackgeräusch, wenn der Jack den Brief aufmacht, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Das wird dir wahrscheinlich noch mit am meisten fehlen, wenn es hier vorbei ist für dieses Jahr. Was, das ist irgendwann vorbei? Ja, aber da gibt es ja noch die anderen Briefe dann. Ne? Es gibt doch noch vier. Oh Gott. Oh Gott. Was machen wir denn? Ja. So, dann müssen wir das hier erstmal überschreiben. So. Und dann hauen wir uns auch schon an den Tisch. Ja. Das sind die Ermittlungen von gestern, die ihr da bis jetzt noch seht, aber die werden jetzt gleich wahrscheinlich verschwinden. Das ist immer so. Ich weiß nicht warum, aber das ist immer so.
So, dann nehmen wir den nächsten. Da kommt schon der nächste Brief. Das verrückte Labyrinth, oder was? Davon ja, bräuchten wir, glaube ich, denke ich mal ein Spielbrett. Guck mal in den... Ach, du brauchst mal ein Spielbrett? Warte, ach ja, stimmt, nee. Ich nehm's mal an. Warte, ich guck mal eben. Ich glaube, ich habe da irgendwo... Ich zoome mal ein bisschen ran bei mir in Ansicht. Vielleicht kann ich da schon wieder was erkennen, so wie gestern. So. Oder wann das mit dem Wolf war. Wenn, dann behältst du es bitte für dich erstmal. Ja, bitte. Ich weiß, ich bin ja der... Damit ich wenigstens den Brief vorlesen du kann. Bist die, du bist die kleine Lunkerliese, Jack. Ich bin kein Lunkerliese. Doch, du bist eine Lunkerliese, Jack. Einfach so. Lege ich jetzt einfach mal so fest. Oha. Ich sag nur den Morsecode. Oh, ist aber groß. Holla, die Waldfee. Das war... Naja, auf die Größe. Was ist denn jetzt? Genießer. Einmal durch das Streamportal geschnurrt, damit es besser läuft in der Leitung. Ja, genau, ich habe die Leitung freigemacht. So. Rap. So, wunderbar. So, gib mir den hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jack beendet den Brief schon. Mal bitte? Ja, ich verstumme. Moment. Ich kann es ein bisschen lesen. Dann hört man nicht, wenn du 1, 2, 3, 4, 5, 6 hast. Der steht doch da unten drin, deswegen. Ich sag ja. Jack löst den Brief, bevor Zoe vorliest, oder was? Ja, ist noch ein Mittel. Ja. Liebes Team, aufgrund der vergangenen erfolgreichen Kooperation mit euch möchte ich über den aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen informieren. Wir haben Mr. Dominic Holland gestern festgenommen. Die Anklage gegen ihn führt sowohl den Mord an Michael Moreno als auch betrügerische Tätigkeiten auf. Als Journalist und Kritiker über Restaurants zu berichten, deren Inhaber er selbst ist, erfüllt den Tatbestand des Betruges. Und das ist natürlich auch absolut sittenwidrig. Anhand vorhandener Kontobewegungen konnten wir nachvollziehen, dass Mr. Holland die Geldflüsse der Restaurants Arco Baleno und der Kleine Löffel über das gleiche Konto regelt. Nicht zuletzt hat er von diesem geschäftlichen Konto in regelmäßigen Abständen größere Summen auf sein Privatkonto überwiesen. Michael Moreno hatte herausgefunden, dass das Arco Baleno und der Kleine Löffel den gleichen Inhaber haben. Eine Tonbandaufnahme, die uns zugespielt wurde, beinhaltet einen heftigen Wortwechsel zwischen Michael Moreno und Dominic Holland. Es gibt außerdem Zeugen, die Dominic Holland am Tag vor Michael Morenos Verschwinden im Kleinen Löffel gesehen haben. Sie sehen, es sieht schlecht aus für Mr. Holland. Und so kam gestern die Anweisung vom Staatsanwalt zur Festnahme. Danke für eure Unterstützung in diesem Fall. Ohne eure konsequente Ermittlungsarbeit wüssten wir zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht, noch immer nicht, dass das Arco Baleno und der Kleine Löffel den gleichen Inhaber haben. Michael Moreno musste für dieses Wissen sterben. Dank eurem schnellen Handeln und der Veröffentlichung der Sachlage konnten wir den Schuldigen identifizieren und weitere Gewalttaten vereiteln. Der Vollständigkeit halber möchte ich euch noch von den Ergebnissen der Obduktion berichten. Diese hat ergeben, dass Michael Moreno schon einige Tage tot war, als er gefunden wurde. Ein deutlich verlangsamter Verwesungsprozess hat die Feststellung des Todeszeitpunktes erschwert. Wir können also davon ausgehen, dass er nirgends gefangen gehalten, sondern seit seinem Verschwinden eher irgendwo gelagert wurde. Die langsame Verwesung lässt auf einen kühlen und trockenen Lagerort schließen. Natürlich wurden die Kühlhäuser der beiden beteiligten Restaurants gründlich untersucht und konnten bereits ausgeschlossen werden. Wir müssen also noch herausfinden, wo Michael Moreno die Zeit nach seiner Ermordung verbracht hat. Mit dieser Lücke im Tathergang kann es nämlich durchaus sein,
dass Mr. Holland dank seiner Kontakte und finanziellen Möglichkeiten wieder auf freien Fuß kommt. Für mich ist der Fall eigentlich klar. Man muss ja auch nur von 3 bis 5 schauen, um die Sachlage für Mr. Holland zu erkennen. Alle unsere Ermittlungen sind momentan darauf ausgerichtet, herauszufinden, wo Mr. Holland die Möglichkeit zur Kühlung einer Leiche hatte. Eure weitere Unterstützung, egal welche Art, ist herzlich willkommen. Barbara Altman. Vernehmungsprotokoll. Fallnummer DY-2022-12-11-3557. Ermittler Barbara Altman. Verdächtiger Name Dominic Holland, Beruf Journalist. Datum 20.12.22, geboren 5.8.1964. Anschrift Rautenstrauch 37, Disturbia, Cliffside. Abschrift der Aussage des Verdächtigen. Am 6. Dezember hatte ich eine verbale Auseinandersetzung mit Michael Moreno. Das stimmt. Sie müssen mir die Tonaufnahme nicht vorspielen. Ich erinnere mich noch gut an den Abend. Ich wollte ihn warnen, nicht ihm drohen. Ich wusste, dass er herausgefunden hat, dass die beiden Restaurants über das gleiche Konto laufen. Und ja, es stimmt auch, dass dieses Konto auf meinen Namen eingetragen ist. Aber mir gehören diese Restaurants nicht. Sie haben den falschen. Ich war nur ein Mittelsmann, gefügig gemacht durch Emotionen und Geld. Den wahren Inhaber kann ich ihn nicht nennen. Diese Art des Verrats kann ich nicht mit mir vereinbaren. Es würde so oder so nicht gut ausgehen für mich. Und dann ein Code zur digitalen Datenablage scannen und das haben wir ja darunter. Datum 20.12.2022. Unterschrift Ermittler /in Barbara Altman. Ja, wunderbar. Hinten war nichts mehr, ne? Gut. Nein. Ja. Wie wir jetzt mal davon ausgehen, geht es um dieses Ding hier. Also mir ist aufgefallen, einmal über das gleiche Konto regelt ist gelb markiert und von 3 bis 5 schauen ist gelb markiert. Okay, also musst du die anderen eigentlich nicht beachten oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist mir nur aufgefallen. Jack, du darfst dich gerne wieder auf laut machen. Ja, wenn es sein muss. Bevor ich mich erschlagen lasse, ne? Ja, von mir wirst du bestimmt nicht erschlagen. Von mir auch nicht. Nee, da habe ich dann auch mal Glück gehabt. Von mir auch nicht. So. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja. Es wirkt so, als hätte keiner wirklich einen Plan, was jetzt zu tun ist. Ja, wahrscheinlich musst du die Dinger irgendwie, ja, musst du durchs Labyrinth gehen, ne? Würde ich auch sagen. Von 3 bis 5 schauen. Und starten wir bei 3, würde ich sagen. Für sich ist der Fall eigentlich. Ich denke mal von 3 nach 5. Ja. Ich schätze mal, der. Dass wir hier starten und dann hier durch das Labyrinth durchfreikeln müssen, bis hinten hin zu 5. Das würde ich aus den Sachen entnehmen. Mir das mal eben. Gleiche Konto regelt. Über das gleiche Konto regelt. Konto haben wir den. Ich guck mal. Haben wir beide denn ein gleiches Konto, über das wir was regeln könnten? Nee. Oh, wo hast denn die gefunden? Was denn? Die waren. Nee, sie meinte mich. Ich meinte Jack. Ich gucke gerade. Also hier ist keine Kontonummer verfügbar drauf. Nee. Soll ich das, dir das wären auch den mit anderen. Soll ich das auch mit kopieren? Ja, kannst du mir auch mal eine Ausgabe kopieren? Ich gucke dann mal, dass ich das hier auch selbst hier einzeichne. Oh, ich bin jetzt faul. Ich mache das jetzt oben rein. Brauche ich dann gleich nur einen Stift und dann mache ich das. Hast du einen Stift? Nee. Das griff, obwohl, warte mal. Ich habe doch hier eine Mappe liegen. So, von 3 bis 5. Die 3 ist
Hier. Eine Startseite und dann durchgehen bis zu 5, würde ich sagen. Ich Durchs sag mal Team, von 3 ja. nach 15. Ja. Ja. So, Stift vorhanden jetzt. Sogar heute mein Grün. Grün ist ja die Farbe der Hoffnung und des Landschaftsgärtners. Also passt das jetzt zu mir beides. Ich war mal Gärtner und habe noch die Hoffnung, dass es heute klappt. So. So. Runter, rechts, hoch. Blindennavigation, wie geil. Das muss ich mal Check. kurz. Ja. Map, Dankeschön. map. So, mein Krallengreifer. Ich musste gerade nämlich noch mal kurz eine WhatsApp beantworten aus dem Nebenraum. So. Mein Krallengreifer hat wieder gute Arbeit geleistet. Wo habe ich denn gestern mein Etui hingelegt? Kann ich dir nicht Ich sagen. nehme jetzt einen Kuli. Ist mir doch egal. Guck mal, war die Ansicht schon So. dabei, ganz fleißig. Ja. Er versucht's. Er versucht's. So wie wir es versuchen. Er versucht sein Bestes. Ah, wir müssen nur wollen, Robby, war das? Er versucht nicht gegen die Wand zu fahren. Dass du nur keinen Hubschrauber steuern musst. Ne, dass du nur keinen Hubschrauber steuern musst, geht das hier. Ach, wie schön. So. Hoch. Ja. Einfacher gesagt als getan. Ach, wie früher in der Schule. Alle sitzen ganz ruhig. Der Lehrer ist freut sich über die Stille. Wer ist jetzt hier der Nur Lehrer? das bist du. Ne, die Zuschauer sind die Lehrer, genau. Ja, oder die Zuschauerinnen und Zuschauer, genau. Also wer jetzt gehofft hat, dass das hier Da wollen gerade wir schon wird. fair fahren. Ach, so nicht schlimm, wenn es nicht Stille. gerade wird. Ich mich auch verfahren. Wie kannst du dich verfahren? Ah, hier. Indem das da irgendwo eine Kante mal ist. So. Hier Alter runter. Falter, ey. Michelle, was war eigentlich dein bestes Schulfach? Mein bestes Schulfach. Ja. Boah. Das kommt jetzt auf die Klassen. Also bis zur Abschlussklasse war ich in Deutschland gut, aber als wir dann angefangen haben mit solchen Sachen wie, wie heißt es? Hier Buch, Analysen, da war dann irgendwann bei mir vorbei. Das war Oh, nicht und dann zurück. Moment. Das war Na, red nicht so weiter, meins. Michel. Halt aus dem Grunde, ich habe mich da einfach immer verloren drin. Ich habe mich da einfach immer drin verloren. Kann man ja, wenn es Bin dann mal was durch. Interessantes ist. Ja, aber wenn du gerade, wenn du zwar 3 Seiten geschrieben hast, davon aber nur wirklich. Oh nein! Was passiert, Michelle? Ich habe mir alles Hast du alles gelöscht. gelöscht? Eieiei. Gelöscht? Ah, zum Oh. Glück. Zum Glück. Ah, Oh Gott, sagen, was ah. flackert jetzt hier Soll ich auf? weitermachen oder willst du weitermachen? So, warte, 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 warte. Ich kann ruhig weitermachen. Warte, ich muss nur. Dann sag ich, wo du lang musst. Ich muss nur wieder in meinen Modus kommen hier. So, Hier bist warte. du. Ja. Ja. Jetzt nach oben. So. Oh, das wäre es jetzt Sorry, was war dein gewesen. bestes Schulfach? Kommt drauf an, welche Klasse. Also genau wie bei Michelle. Kommt drauf an, welche Klasse und Ja. welcher Jahrgang sozusagen. Also welche Schule an sich. Oha. Da waren wir jetzt ein bisschen fix. Runter. Hier wieder rechts.
Also weiterführenden Schule hatte ich in der fünften, sechsten Klasse Musik, da war ich relativ gut, aber das lag einfach nur daran, weil ich mit 6, 7 Jahren schon angefangen habe, Blockflöte zu spielen. Ich habe sogar schon mal Note Abzug gekriegt, weil ich besser war wie meine Lehrerin. Okay. Scheißstreber. Wieso kriegt man dann eine Note Abzug? Weil sie damit nicht klarkam. Okay. Runter. Ach, Zoe führt mich. Zoe nimmt mich an die Hand. Oh, wie schön. Oh, guck mal. Die ist heute Blindenführerin. Im Ich habe den wahrsten Weg Sinne schon des Wortes, ne? fertig. Ich habe den Weg schon fertig Zoe aufgezeigt. ist ungeduldig. Die denkt sich, boah, wenn der Blinde jetzt hier noch weitermacht, dann schlafe ich gleich ein. Nein. So. Rechts. Ja, ich bin auch durch. Ja, ist ja gut. Halt's mir vor. So. Ja. Ja, aber die Leute sollen ja auch sehen, wie wir da Ja, drauf gekommen sind, ne? genau. Ich hab's auch hingekriegt. Ja, ging ja Nein, nicht, falsch. ne? Ja. Was? Ging doch gut. Wieso? Musstest ein tiefer. Ja, aber du Du sollst doch musst von von der 3 3 bis zur 5. 5. Aber da steht Dann doch kommst du 3 aber hier bis nirgendwo 5. mehr weiter. Ja, muss ich zurückgehen, oder nicht? Also hier wäre die 4 und dann gehe ich wieder zurück. Warum auch immer. So. Was denn? Wenn, dann wollen wir das hier vernünftig machen. Hier oben lang. Ach, da oben. Ja, Hier okay. rein. So. Oh nein! Ich lösche Hast du mir. wieder geplüppt? Ich lösche mir immer die Scheiße Ah, sieht doch gut aus hier. schon. Sieht doch schon gut aus. Ich lösche mir immer die Kacke hier. So. Ja. Ja, ist ja gut, dann mach du halt weiter. Ist ja in Ordnung. Wollt ihr eigentlich wissen, was meine Oh, besten ich darf Schul nicht gleichzeitig lachen, dann rutsche ich hier weg. Wollt ihr vielleicht wissen, was meine besten Schulsachen waren? Schulfächer? Oben, das musst du dir halt wegrechnen. Ich war ja noch nicht fertig, Jack. Ja, dann erzähl du Aber wie weiter. gesagt, bei mir war 5., 6. Klasse Musik. Ich Warte. glaube, danach hatte ich nicht Was wirklich ein muss ich mir Lieblingsfach. wegrechnen? Warte mal. Hier oben, da, wo du zu 4 gegangen bist. Mach das jetzt. Oh Ach, guck nein. gerade. Ich hab's jetzt schon Ja, befürchtet, dass gleich mehr weg ist. Ich. glaube, so in der weiterführenden hatte ich dann gar keine Lieblingsfächer mehr. Musik war so wirklich das Einzige. Und boah. dann habe ich ja noch meinen Dingsabschluss nachgemacht. Da hatte ich, wie nennt man das Fach nochmal? GEZ, Gesundheitserziehung. Also das Und sieht da habe jetzt ich ein das. bisschen nach Graffiti aus hier. Also. Ja, so ein bisschen, ne? Da hatte ich das erste Jahr, glaube ich, eine 4 auf dem Zeugnis. Und dann hatte ich hinterher in der Oberstufe einen anderen Lehrer bekommen. Und da hatte ich dann eine 2. Boah, Na dann. man soll da Buchstaben können, nur bei meiner Strichführung, ja, Also schwierig. ich konnte es schon lesen, Unschuldig. unschuldig. Unschuldig, okay. Ja, gut. Heute recht einfach. Naja, aber jetzt Unschuldig. erstmal den Brief rauskriegen, ne? Ja, das ist jetzt die Herausforderung. Ach du Scheiße. Ne, Aber das das war jetzt alles, was wir machen noch mussten, oder mal. was? Ja. Ja gut, bei mir kann man es nicht so genau lesen. Unschuldig. Unschuldslamm. Wir hatten doch den Brief mit den ganzen Zahlen, oder? Ja. Ja, das ist auch Ja, noch warte, warte, einer. warte. Ich speichere Warte. erstmal. Ja. Na komm. Wohin? Du doch nicht. Ich folge dir überall hin, fast überall hin. So unschuldig, ja. Also, ja, das ist das, was wir daraus haben. So. Und dann müssen wir jetzt den nächsten Brief raus. Aber das ist dann schon ein kurzes Rätsel, Leute, oder? Ja, das Also, ist heute überschaubar. recht einfach gewesen. Aber welches könnte das jetzt sein von den Briefen, die wir noch haben? So.
Dann packen wir mal die Briefe gleich auf den Tisch und dann können wir Ja, darüber macht sprechen ja gleich. Michelle in Ja, Ruhe. ja. Der Mischstand ist soweit Wir so. sind ja nicht auf Flucht. So, wir haben Unschuldig. Firma an der Börse. 9-N weiblich. Kann das sein, dass das diesmal das mit diesen Zahlen zu tun hat? Du kannst ja mal gucken, Warte. Alphabet aufschreiben und dann die Zahlen kombinieren. Deswegen, daran denke ich nämlich gerade. Zoom auch mal ein bisschen ran. Genau daran habe ich nämlich gerade Okay. gedacht. A, B, C, D, E, A, B, C. C, D. Ja, okay, das würde aber passen. Weil ich habe allein schon bei drei Buchstaben schon C, D und G raus. Brauchst du ein Brett oder Brauche ich ein Brett? O, P, Q, R, S, T, U. was? Moment, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Buchstaben. Ja, doch, das passt. Unschuld oder? Unschuldig. Sind das 5? UNSCH. Wo ist denn Nein, der nein, 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 Unschuld? nein, Moment, du gehst davon. U ist am Anfang. Ja. 14 ist das N. Dann hast du einen frei, da wird das Ah, S ja, gut. reingepackt. Jetzt habe ich 3 schon. ist C. Ja, ich habe schon. Frei H, 21 ist U, L, 4 ist D, I, 7 ist G. Ja, Hier von. ich habe schon verstanden, ja. Hier von dem. So. Ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich irgendwas mit Buchstaben ja zu tun hatte. Also ich glaube, das wird der kürzeste Stream, den wir bis jetzt hatten. So, gucken wir mal, ob wir da was Hier rauskriegen. das S. Ja, sperren. Ist doch ja wie eine Schule. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. Ja, weil wenn du hier drunter UN. Ups, das war ein bisschen groß. So muss das stehen. Und wenn Ja, du die dann. anderen, die kann ich mit. Ja, mal die mal da drunter irgendwie, oder was? Keine Ahnung. Oder drüber. Mal ich drüber. Und C. Kommst du auf das Wort unschuldig? Genau. Das sind dann halt Ja. immer die Buchstaben. Bestimmen halt den Buchstaben im Alphabet. Ich kann es gerne noch mal drunter schreiben. Ja, nein, nein, nur für die Leute, die Damit es. die Leute das sehen. Ja, und damit sie auch verstehen, warum da jetzt welche Buchstaben stehen. Gewinnt kein Dings. Schönheitspreis, aber mein Gott. Nicht schön, aber selten. Ja, dann haben wir das doch schulisch gelöst. Ja. Ja, wunderbar. Dann schätzen wir mal, dass das der Brief für morgen ist. Du, ich bin ja Halten wir mal begeistert. fest. Wissen Ich tun wir es bin. natürlich nicht, ne? Es ist halt eine Vermutung. Ja, klar, natürlich, Wenn wir aber. morgen erst entdecken. Deswegen, das war ja auch gestern mit dem Schicksal, mit dem Magen, mit den Steinen, weil ich denke Ja, immer an aber das dieses. finde ich jetzt, aber schlüssiger. Also das gestern mit dem Magen fand ich sehr spekulativ. Also, Das stimmt. das Ich hätte habe auch halt nur an alles sein diese können. sieben Geißlein gedacht. Ja, ein Märchen, Wolf im Schafspelz. Ja, Wolf im Schafspelz. Du wolltest wieder Schaf im Wolfspelz sagen, ne? Naja. Ja. Wir wissen es ja mit den Sprüchen, so da Ich ist es hab's ja nicht so nicht. mit den Sprüchen, ich geb's zu. Sprichwortaffinität gleich Minus. Ich hab's auch nicht mit den Sprüchen. Ich vertausche gerne mal Sprüche. Das weiß ich, ich hatte schon oft Aber für ich glaube, Erheiterung damit bin gesorgt. ich einzigartig. Einzig vielleicht, aber artig, ich weiß es nicht. Das hast du gesagt. Ja, Das ist halt meine Macke, mein Gott.
Lass mir meine Macke. Du Aber hast dir gerne deine doch. Macke, wa? Wie war auch das Urberlinerisch? Menschen ohne Macke, die sind Kacke. Genau. Menschen ohne Macke, die sind Kacke. Okay. Ja, wie hieße, das ist so. Das kann ich dir ja sagen, wa? Ja, Ich glaube, wunderbar. jeder Mensch hat irgendwo seine Macken. Kein Mensch Gut. ist perfekt. Das stimmt. Und ich wollte jetzt nur noch mal sagen, jetzt auch für alle, die neu sind, ihr könnt euch die bisherigen Folgen auch auf meinem YouTube-Kanal angucken. Den findet ihr hier. Genau, Link steht im Chat. Also wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, kann da gerne vorbeischauen. Ja. Das war ja ein kurzes Vergnügen heute. Also, muss ich ja sagen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ne, und Gibst du mir den Briefumschlag? kann ich dir geben. Moment. Mein Crime-Greifer. Und ich kann euch ja schon mal ein bisschen spoilern. Ne, bald haben wir eine neue Möglichkeit, Content zu machen. Ne? Guckt mal. Das, was wir gerade schon gesehen Ja, haben. was wir gerade ausgetestet haben. So. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber jetzt mal eine andere Frage. Was war denn euer absolutes Hassfach in der Schule? Gegenfrage. Jack? Ja, du hast noch nicht mal gefragt, was mein Lieblingsfach war. Also soll ich Nein. direkt mein Hassfach sagen oder wie? Ja, sag mal. Also Mathematik, damit konnte ich noch weniger anfangen als mit Deutsch. Aber ist bei mir normal. Ich leide ja an Dyskalkulie und an Legasthenie. Von daher ist das ja generell bei mir. Die beiden Fächer waren nicht so meine Leidenschaft. Aber dafür war ich handwerklich sehr gut. Sport war damals auch eigentlich top. Religion. Ich kann mir sehr viele Sachen merken. Das war mein Vorteil. Okay, warum geht es jetzt nicht an? Das weiß ich selber nicht. Irgendwie Vorführeffekt. haben wir ein schwarzes Bild. Ja. Gerade hat es funktioniert. Ja, gerade hat es funktioniert. Ah! Aber um es mal Warte. zu sagen, ja. Gucke mal. Dem können Ihr wir uns nämlich nächstes Mal wisst. widmen. Es funktioniert. Also ich bedanke mich auch nochmal an Chester Weller. Vielleicht ist er da, ich weiß es nicht. Aber ich bedanke mich nochmal. Die Technik funktioniert. Es ist so langsam alles startklar. Der Controller scheint auch zu funktionieren. Ach Ja. so. Was denn, Und Jack? hier der Beweis, es gibt es wirklich, das Jack Tango Shirt, was wir gestern noch besprochen hatten. Warte, ich mach's nochmal Ich habe auch groß. eins, Ja. aber nicht an. Ach Es so. gibt wirklich nur das Jack Tango Shirt. Es war keine Ja, ich Spielerei glaube, von es mir. gibt drei, glaube ich, von denen, ne? Nee, es gibt insgesamt zwei Versionen. Einmal das Shirt, was ich bei Nein, ich Auftritt meine jetzt von dem trage. T-Shirt gibt es, glaube ich, drei oder vier Nee, davon T-Shirts. sind mehrere gepresst worden. Also die T-Shirts, die wurden mehr produziert. Wie viel mal wurden die? Weil wir haben Insgesamt 10 Stück eins. habe ich davon produzieren lassen. Okay. Ja, sag mal was. Ja, wunderbar. Ja, krass. Ja, wie Nee, jetzt gesagt, wo also das. bald können wir dann auch endlich über die Switch streamen. Das wird dann noch viel, viel lustiger. Dann kommen wir hier wirklich. Kann's losgehen. Ja. Wunderbar. Ja. Und mein So. Lieblingsfächer in der Schule erraten wir Achso. morgen dann. Wenn du darfst es auch gerne noch erzählen. Du darfst es jetzt auch gerne noch erzählen, Jack. Ist ganz simpel. Ferien und Pausen, darin war ich am besten. Der war ja jetzt fies. Also mein Hassfach war damals auch Mathematik. Und Sport kann ich nichts zu sagen, weil in der Weiterführung durfte ich Sport machen und dann hinterher durfte ich keinen Sport machen. Hinter durfte es kein. Warum durfte es keinen Sport machen? Wegen meinem Knie. Ach so. Okay.
Doch, ich durfte hinterher zum Schluss, damit sie mich überhaupt benoten konnten, musste ich einmal teilnehmen. Okay. Das war richtig lustig. Warum soll ich jetzt einmal teilnehmen? Sie können mich doch nicht anhand eines Mals, dass ich Sport mache, beurteilen. So bescheuert. So Quatsch, aber naja, ich musste. Das ist ja gemein. Ja gut, dann bedanke ich mich heute fürs Zuschauen, ne? Ja, tut mir leid, wenn wir heute so schnell durch waren, aber vielleicht werden die nächsten Rätsel ja wieder ein bisschen anspruchsvoller. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch auch weiterhelfen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis Bis morgen. morgen. Tschüss. Yes.